Ich habe hier gerade noch nichts entdeckt, außer diese Zünderdose. Mein Gott, der mein Herz bleibt gleich stehen. Orpiment aufgenommen. Sollen wir mal schauen. Oh, wir haben ja schon vier. Lol. Orpiment, Kupfer, Zinkerz und Königswasser. Dann können wir jetzt zurückgehen. Krass. Wenn Freddy uns in Ruhe lässt. Also war das doch nicht hier in dem Raum. Ich wollte eben schon fast spoilern. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wenn man hier runtergeht in den Beinkeller, dass die Treppe einstürzt. Oh, scheinbar war dem nicht so. Ich habe mich aber beim ersten Mal was falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Gehen wir in die Eingangshalle zurück. Er setzte sich bei der Kaspar nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. So, jetzt können wir ins Labor gehen und versuchen im Labor die Sachen zusammenzumischen. Hier ist wieder dieser Klipperschleim. Schnell weg. Schnell ins Labor. Ich hoffe, dass wir alle Zutaten haben, um diese Chemikalie zusammenzuhören. Komm schon! Daniel, go, go, go! Daniel! So, wir müssen jetzt wieder hier in das Labor. Steht auch noch, die war es also auch nicht. Oh nein, ich höre was Böses. Ist der da? Sieht so aus. So, wie war das jetzt? Chemikalien, ja, die haben wir doch hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich glaube, das war diesmal die Treppe. Vier. Und jetzt brauchen wir den komischen Topf hier. Ich habe keine Ahnung, wo man den hinsetzt. Müssen wir das erstmal alles aufdrehen? Zuerst müssen die Brenner angestellt werden. Okay. Was ist das Teil hier raus? Also immer nach links drin scheinbar. Ah, jetzt sind die Brenner an. Sehr gut. Dann alles nach rechts drehen, diese vier kleinen Räder. Jawohl. Geht doch. So. Da muss jetzt unser Behälter hin. Ja, hallo? Sehr schön. Mal voll machen bitte. Ja, wie kommt das Zeug jetzt da hinten rein? Hey. Ist das jetzt schon da drin oder wie? Hä? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verpeilt. Ich kann das noch nicht wegnehmen. Würde ja irgendwie keinen Sinn machen, den Brenner nochmal anzumachen. Oder hätte ich den Behälter erst da hinstellen müssen. Jetzt mach mal keinen Mist hier.
glaube, diese Substanz ist eben vorbeigelaufen, weil ich keinen Behälter da stehen hatte. Kann das sein? Ah, jetzt. Geht doch. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Fragezeichen. Moin. Moment. Ja, dann würde ich sagen, lass mal zur Eingangshalle zurückgehen. Oder auch nicht, denn wie befürchtet ist die Treppe eingestürzt. Die Treppen sind eingestürzt. Finde einen Weg, um zurück zu klettern. Klettern. Ja, vor allem klettern. Daniel ist ja auch der beste Kletterer. Hier wird's wohl nicht lang gehen. Finde einen Weg, um zurück zu klettern. Der macht Witze, oder? Wohl. Warum eigentlich nicht? Das war ein bisschen Licht. Ich hab da schon eine Idee. Löffel. Können wir wieder zurück zur Eingangshalle kehren und versuchen, diesen Klipperschleim da kaputt zu machen. Aber ich glaube, ich werde hier gleich erstmal einen Cut hinlegen. Das war schon mal ein sehr guter Auftakt, finde ich. Bevor wir jetzt diese Tür da öffnen und versuchen mit dieser Chemikalie diesen Schleim da kaputt zu machen, würde ich sagen, lass uns den Cut hin... Oh nein, ich höre Stimmen. Da werden wieder irgendwelche Menschen gequält. Ich würde sagen, lass uns hier einen Cut hinlegen. Und ich finde, das war schon mal ein sehr guter Auftakt für den ersten Part. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch wieder beim nächsten dabei seid und zusammen das Horror-Game durchzocken. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schon gespannt, was hinter der Tür ist. Ja, wir wissen es ja schon, dieser Klippe-Schleim, aber ob wir den auch kaputt bekommen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist fast wieder blind für mich. Es ist fast wieder ein Blind-Game. Ich weiß nicht mehr alles und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Und nicht vergessen, bitte meine Facebook-Seite liken. Danke, ciao, ciao.